Der Warp-Sturm tobt, es brennt an allen Ecken und Enden. Und ja, wir haben beim letzten Mal ein bisschen die Bedrohung eindämmen können, zumindest in dem Port-Mor-System. Und jetzt werde ich mal meinen Zug beenden und gucken mal, wie es jetzt mit der, ja, mit den Gesamtereignissen so weitergeht. Wie immer, Warnung an die Headset-User, es wird wahrscheinlich etwas lauter in der Zwischensequenz. Wenn eine kommt. Admiral Spire, several systems are asking for immediate assistance from the Imperial Navy. I'm routing requests to you from the Adeptus Astartes, the Inquisition, Battlefleet Agrippina, and the Adeptus Mechanicus. Helping these groups strengthens our cause in defending the Gothic sector. You'll need to move quickly. These systems asking for our help can't hold out for long against a determined enemy assault. Remember, Spire, you can't save everyone. Stay focused on the systems most important for the war effort. I understand, Lord Admiral. I will respond to these calls for assistance as swiftly as possible. Was? Warum soll ich denn denen helfen? Die sind selber eigentlich in der Lage dazu. So, Gnaden. Sie können ihren Ruhm einsetzen, um ihre Linienschiffe von einer der vier Fraktionen des Imperiums unterstützen zu lassen. Gnaden sind einzigartige Fertigkeiten und Upgrades für ihre Schiffe. Helfen Sie den Space Marines und der Imperialen Flotte, eine Schlacht zu gewinnen, werden deren Gnaden für Sie erschwinglicher. Wenn Sie Omnissia-Tempel und Bastionen der Inquisition erfolgreich verteidigen, werden deren Gnaden für Sie erschwinglicher. Jedes Schiff kann immer nur eine Gnade nutzen. Okay. Und hier sind die Rufstufen. Space Marines, Imperiale Flotte, Adeptus Mechanicus und die Inquisition. Das hier ist zum Beispiel eine von den Missionen, denke ich mal. Das sind die Space Marines, Adeptus Astartes. Aber warum, holy shit, sind das hier viele? Ach du Kacke. Ich glaube, das hier wäre schlecht, wenn ich das verliere. Im Lysardes-System. Ja. Das ist eine Fabrikwelt. Ein Omnissia-Tempel ist da drauf. Und eine Portalwelt. Die sollte ich auf jeden Fall verteidigen. Gucken wir mal kurz, ob ich mir schon so eine Gnade kaufen kann, was die bringen eigentlich. Wo genau mache ich denn das? Ah, hier, Gnaden. Also die Inquisition. Steht da nicht bei, was die machen, oder was? Ah, okay, ich kann mir dann noch auswählen. Tarot des Imperators. Signal des anvisierten feindlichen Schiffs wird identifiziert, also quasi einfach eine Aufklärung sozusagen. Jedes Crewmitglied bekommt einen Crewpunkt. Oh mein Gott, okay, das ist geil. Kann ich quasi meine ganze Crew um einen Punkt verbessern. Kostet natürlich aber auch 800. Adeptus Mechanicus, einen Upgrade-Slot gratis dazu oder einen Fertigkeiten-Slot, das ist auch cool. Imperiale Flotte, Verstärkung. Okay, da kriege ich einfach eine Cobra-Klasse. Einfach so. Okay. Kriege ich einfach nochmal ein zusätzliches ein Escort-Schiff. Was vor allem auch von allen Upgrades profitiert. Das ist ziemlich stark, denke ich. Das Schiff ist immun gegen Insubordination. Das ist eigentlich egal. Kann ich eh exekutieren. Und Adeptus Astartes, Terminator Blitzschlag. Okay, da kriege ich quasi Terminatoren, die angreifen. Das ist auch ziemlich stark. Und plus 10 auf Truppenwert. Kriege ich quasi eine Space Marine Besatzung dazu. Okay, kann ich mir jetzt momentan allerdings eh nichts kaufen. Denke, ich werde mich jetzt erstmal um diese eine große Welt da kümmern, wo der Omnissia-Tempel unter diese Portalwelt ist, weil das ist echt eine Welt, die ich nicht verlieren sollte. Das ist Planetenangriff. Das ist natürlich jetzt wieder der Spielmodus, den ich schon nicht so optimal hinbekommen habe beim letzten Mal. Gucken wir mal. Auf jeden Fall mal vorher speichern. Okay, ich verteidige diesmal.
Das heißt, ich muss die daran hindern, dass die ihre Punkte da erreichen. 600 Punkte, Battle. Okay, okay, okay. Ist ja eigentlich die immer nur verlangsamen genügend. Ich nehme auf jeden Fall die drei großen mit. Ich brauche halt genügend Schaden auf jeden Fall auf den Viechern. Also auf den Gegnerschiffen. Damit ich die zerstören kann, bevor die sozusagen ihre Einsatzorte dann erreichen können. Ich probiere es mal so. Mit vier Linienschiffen. Ohne Eskorte. Ich brauche einfach die Schlagpower. Schützen Sie Ihre Welt und vernichten Sie die Feindflotte. Jo, das ist der Plan. Bevor das Chaos hier was bombardieren kann. Okay, also ich muss drei Bombardements quasi aufhalten. So. Jetzt will ich da gerade reinkommen. Ja, du sollst schon nach vorne feuern, das ist auf jeden Fall okay. Nach Möglichkeit sollst du nah ran. Ihr greift seitlich an, das ist auch in Ordnung. Na, du auch. Okay. Your orders? Wie viele Feindschiffe habe ich? 1, 2, 3, 4 sehe ich da. Awaiting orders. Ja, natürlich spannend zu wissen, was das für welche sind. 5, da hinten kam noch eins. Yes, Admiral. Yes, Admiral. Engines hot. Underway. Ship ready. Okay, hier kommen auf jeden Fall einige Feindschiffe an. Meine Nova kennen schießen. Awaiting orders. Enemy ship sighted. At your command. Die Escort-Schiffe sind eigentlich ja scheißegal, ob ich die kaputt mache oder nicht. Kann ich die Stasisbomben nicht manuell aktivieren? Your orders. Enemy ship. Ich hätte die jetzt gerne da gelegt. Okay, darf ich scheinbar nicht. We are the Imperial Navy. Underway. Oh, warum gehen die hier so schnell down? Ship ready. Understood. So wichtig ist eigentlich, dass ich die Linienschiffe knacke. Yes, Admiral. Course plotted. In 4 Sekunden wird das erste Ding angezeigt. At your command. Okay, es ist hinter mir, das ist schon mal gut. Acknowledged. Engines to maximum. Poster. Cruising speed set. So, jetzt müssen wir kurz hier ein bisschen taktisch vorgehen. Changing course. Awaiting orders. Targeting enemy vessel. Jetzt fallen wir kurz mal den Überblick. Halten, oh mein Gott. Enemy ship sighted. At your command. Ach du Scheiße, die ist ja schon gleich da. Warum können die das so schnell machen? Ach, weil die leichte Cruiser benutzt haben. Shit. Target locked in. Awaiting orders.
Okay, die KI macht das wesentlich geschickter als ich beim letzten Mal. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt genügend von deren Schiffen zerstöre in der Zeit. Ich bin, also von diesem Missionstyp bin ich echt noch nicht überzeugt, muss ich gestehen. Wir können alle mal auf das Ding da schießen. Setting course. Wäre quasi fantastisch, wenn ihr das machen würdet. Course plotted. We lost a defense platform. Scheiße. Ich habe hier überhaupt keinen Überblick, auf das Ziel, diese Defense-Dinger. Oh mein Gott, da hinten ist das nächste Ziel. Will ich hier wieder nicht rechtzeitig hinkommen? Engines hot. I took them up. Der Meut hat eh, okay, das Ziel muss ich jetzt aufgeben, muss ich alle anderen verteidigen und dann hoffentlich in der Zeit die Schiffe zerstören. Ist nicht anders machbar, leider. Ja, dich sollte ich vielleicht mal rausporten. Underway. Yes, Admiral. Resuming normal functions. Disengaging from battle. So, der hat jetzt noch drei Schiffe, mit denen er das auslösen kann. Und shit. Von zwei eigentlich so gut wie tot sind. Awaiting orders. Understood. Das heißt, es sollte mir irgendwie möglich sein. Mann, ich muss diese blöden Schiffe kaputt kriegen irgendwie. Und das eine Schiff hat sich hier mit selbst in die Luft gejagt. Also sind es eigentlich nur noch zwei Schiffe? Scheinbar. Ship ready. Activating tactical cogitators. Das müsste doch jetzt einmal welche Marsch sein. Er hat gerade zwei Nova Cannons abbekommen. Targeting enemy vessel. Activating tactical cogitators. Hier mal den Antrieb ausnocken könnten, wäre das Traum. Cruising speed set. Changing course. Enemy ship sighted. We lost a defense platform. Shit, hier doch noch das eine Schiff da hinten, was da ist. Yes, Admiral. Ich habe keine Ahnung, wie ich die course Dinger hier verteidigen soll tatsächlich, ey. Helm coordinates acknowledged. At your command. Also meine Triebwerke sind kaputt und mein Enthahn scheitert bei ihm? Natürlich. Ship ready. Ist klar soweit. Resuming normal function. Ja, das kann ich nicht aufhalten, diese Mission. Ich kann ihn nicht gewinnen. Der wird in 30 Sekunden locker bis dahin kommen, denke ich. Your orders. Course plotted. 15, 14, underway. 13, 12, 11, 10. Könnte knapp werden. Eventuell reicht es sogar noch, dass ich es
Ship ready. Dass ich nicht down gehe in der, aber beim nächsten wird es dann einfach unglaublich schwierig, ja. Yes, Admiral. Understood. Okay, den hat er nicht bekommen, das ist schon mal gut gewesen. Lock on target. Nur hier ist halt echt mein Antrieb kaputt, das ist richtig für den Arsch. Activating tactical cogitator. Ich treffe die ganze Zeit mit den Dingern, aber leider bin ich einfach so langsam. Targeting enemy vessel. Das irgendwie reparieren, nein. Okay, das nächste ist saunah an mir dran. Yes, Admiral. Shit. At your command. Activating tactical cogitators. Ich sehe noch nicht, wie ich hier das System kaputt bekomme. Ja, Blitzschlag ist direkt schon gescheitert. Awaiting orders. Den hier aufzuhalten. Activating tactical cogitators. Vor allem, das ist so nah einfach da dran. Leider echt nicht schaffbar, die Mission so. Understood. Setting course. Na shit. Hatte das Bombardement. Cruising speed set. Das war Bullshit. Ich weiß auf jeden Fall für die nächste Mission, also wo ich da in der offensiven Rolle bin, dass ich mir einige leichte Cruiser mitnehmen werde. Weil das einfach. Ja, eine einfache Sache dann ist damit. Ich habe noch einen zweiten Versuch gleich. Natürlich jetzt einen Einsatz aufgegeben dafür. Irgendwer ist aufgestiegen. Navigator hat nur gesagt. So, und Upgrades. Versuchen auch hier den Schaden zu absorbieren erstmal. Die Keeper of Justice ist jetzt leider noch irgendwo unterwegs. Ich kann mir hier nochmal eine neue Dauntless kaufen eigentlich. Gibt es ja mehr oder weniger umsonst. Great Retribution. Was packen wir da drauf? Die will ich eigentlich zum Scouten haben, also nehmen wir da auch die Augurensonde. Okay, jetzt gucken wir mal, was ich da für eine zweite Chance habe, sozusagen diesen Planeten irgendwie zu retten. Eine Assassination-Mission, okay. Und ich muss verteidigen. Okay. Probieren wir mal das, ob das irgendwie machbar ist für mich. Da war das mein stärkstes Schiff sozusagen. Ich nehme mal das neue mit. Hoffe, dass ich irgendwie diese Mission jetzt überlebe. Zumindest, dass ich dann ein Erfolgserlebnis in dieser Folge habe. Das Spiel ist echt knüppelhart, muss ich sagen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich es nicht Let's Play, würde sehr viel öfter laden eigentlich. So, okay. Mein Admiralschiff wird halt eh direkt identifiziert werden. 3 Minuten war das, die ich glaube ich überleben musste. Bis ich dann rausporten kann. Yes, Admiral. We are the Imperial Navy.
Ihr fahrt mal da entgegen. Underway. And took him up. Ich kann hier noch ein paar Bomben denen entgegenschmeißen gleich. Resuming normal functions. Understood. Natürlich hat er direkt mal hier 4 Schiffe am Start. Ship ready. Resuming normal functions. Awaiting orders. Enemy ship sighted. Ship ready. Und der ist da gelockt, das ist auch noch gar nicht so gut. Enemy ship sighted. Wow, mein neues kriegt erstmal direkt aus dem Maul hier. Was passiert hier eigentlich? Das gefällt mir gar nicht. Sind da irgendwelche Scheiße auf sich drauf? Setting course. Stoß vernichtet. Target locked in. Activating tactical cogitators. Achso, ich könnte vielleicht die Schubdüsen wieder deaktivieren. Your orders. Das ist draufgegangen, das ist sehr gut. I took him out. Die Escort-Schiffe haben wir schon mal weitgehend. Engaging. Sieht nach einer etwas vielversprechenden Mission aus als letztes Mal. Ship ready. Ship sighted. Awaiting orders. Engaging. Awaiting orders. Cruiser an von denen. Engines to maximum. So, du machst sie einfach mal weg. Orders received. Targeting enemy vessel. Your orders. Helm coordinates acknowledged. Underway. Yes, Admiral. We are the Imperial Navy. I took him out. For the Emperor. So, die sind auch fast im Arsch. Your orders. Sind sie's? Perfekt. Helm coordinates acknowledged. Eigentlich kann ich das outfighten. Awaiting orders. Fällt mir gerade so auf. Ship ready. Changing course. Enemy ship sighted. Ship ready. Enemy ship sighted. Course blocked. Dann sollte ich mich allerdings auch drehen und dann die tatsächlich engagen. Yes, Admiral. Dann macht das Sinn. Ship ready. Yes, Admiral. Setting course. Damage teams begin repairs now. Activating tactical cogitators. Ein paar Bomben da platzieren. Your orders. Fähigkeiten aktivieren. So. Lock on target. Wenn man diese Escort-Schiffe töten könnte, wäre das ziemlich nice. Ship ready.
Bogen zum Beispiel. Target locked in. So, ich denke, den sollten wir auch dann Daumen haben. Oh mein Gott, jetzt haben wir hier einen Rumpfbruch und Feuer auf einmal. Ganz cool alles. Vor allem bin ich jetzt hier gleich Gestasis noch. Ich sollte mit meinem Flaggschiff vielleicht mich da wegmachen. We are the Imperial Navy. Your orders? Ist mit Schlag erfolgreich. Du portest dich schon mit irgendwo hin, mein Freund. Hey, warum portet er immer noch? Warum darf er sich porten? Auf einem Blitzschlag war erfolgreich. Okay. Okay, okay. Warum auch immer. Aber immerhin haben wir die Mission noch gewonnen. Und damit den Planeten gerettet. Weil der wäre echt ärgerlich gewesen, wenn der weg wäre nächste Runde. Bisschen Schadensbegrenzung war es immerhin dann. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und... Fabricator Cambrius here. Admiral, the Adeptus Mechanicus owes you a debt for the help you provided us. I have authorized a small group of engine seers to commune with the machine spirit of one of your ships. These tech priests will optimize the vessel's configuration, reducing the costs of upgrades and repairs. I'm grateful, Fabricator. I will welcome your tech priests as part of my crew. Continue to defend the forges of the Adeptus Mechanicus, Admiral, and you will be blessed by the Omnissiah. I will do my best, Fabricator. My fleet and I will be vigilant for any threat to your forge worlds. Ja, haben wir uns die Treue des Adeptus Mechanicus gesichert. Sehr gut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.